Anlass des heutigen Vortrags von Wolf Hauck, Wolfgang Fritz Hauck, emeritierter Professor für Philosophie der Freien Universität Berlin, heute lebend in Esslingen am Neckar, ist die jährliche Erinnerung an Theodor Bergmann. Aus dem Anlass veranstalten wir jährlich die Theodor Bergmann Lectures. Theodor Bergmann war ein unabhängiger Marxist und Wolf Hauck auch persönlich verbunden. Die anderen Referate können wir leider wie das heutige auch nicht live veranstalten, auch nicht mit einer Diskussion versehen. Die Corona-Krise bringt leider alles durcheinander und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr die Diskussion fortsetzen können. Es gibt aber noch einen zweiten Anlass für den heutigen Vortrag. Vor 40 Jahren, nämlich 1980, im Gründungsjahr der Grünen übrigens, hat Wolf Hauck seine Thesen zur Ökologie und Sozialismus geschrieben, die unseren Lectures in diesem Jahr den Namen geben. Und der dritte Anlass für den Vortrag ist natürlich das Engelsjahr, das wir dieses Jahr haben. Friedrich Engels hat sich in seiner Dialektik der Natur sehr intensiv mit Fragen des Verhältnisses von Natur und Gesellschaft auseinandergesetzt, die heute wieder neu diskutiert werden, vor allem die alte Dichotomie von Gesellschaft und Natur. Wolf wird anknüpfen an die Thesen des amerikanischen Soziologen Jason Moore, der davon ausgeht, dass eine Periode der billigen Natur, des Raubbaus an der Natur, die grundlegender Teil der Kapitalakkumulation nun zu Ende geht und die Frage nach einer sozialökologischen Transformation akut wird. Du siehst darin wichtige Impulse. Ja, vielen Dank. Damit ist schon der Anlass gesagt, denn auch so was, dass man sich solche Gedanken macht über so ein Thema, braucht einen Anlass. Wenn man nicht gefragt wird, antwortet man nicht. Und das Institut für Kritische Theorie hatte für dieses Jahr die Frage zum Thema des Jahres gemacht, Wege zu einer ökologischen Produktionsweise, Fragezeichen. Das Fragezeichen ist sehr wichtig. Und natürlich der 200. Geburtstag von Engels. Und nebenbei auch noch meine Arbeit für das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus. Für dieses Werk nämlich den Eintrag Dialektik der Natur zu schreiben, was nun eigentlich auch eine Gabe für das Engelsjahr ist. Und das hatte ich eigentlich vorzutragen bei den Theo Bergmann Lectures. Aber heute mache ich jetzt etwas anderes, nicht gerade Unkompliziertes. Das heißt, ich versuche, ineinander zu arbeiten. Wie soll ich das sagen? Marxistische Philosophie kann ich nicht sagen, denn in der Geschichte wurde etwas zu marxistischer Philosophie mit Zehntausenden von Professoren für Marxismus, Leninismus, das ich gerade jetzt nicht meine. Sondern ich müsste eher sagen, die marxische Philosophie. Nun war aber Marx, hat zwar Philosophie studiert, wollte sogar eigentlich habilitieren und in Bonn Vorlesungen halten. Das wurde dann durchkreuzt durch eine Art Berufsverbot, weil sein Mentor dort hatte die Kirche herausgefordert und bekam Lehrverbot. Und damit war auch diese Chance für Marx, ein Philosophieprofessor in Bonn zu werden, vereitelt, ja. Aber dann, weltberühmt wurde er durch sein Hauptwerk. Und da wird jetzt gestritten, was ist eigentlich das Hauptwerk? Einige sagen, das Hauptwerk ist die Gründung der ersten Weltarbeiterbewegung. Die hieß Internationale Arbeiterassoziation. Und er wurde dann zum Generalsekretär dieser Bewegung und hat sie wesentlich ihre Leitlinien herausverdichtet aus den Diskussionen in der Arbeiterbewegung. So. Und natürlich für jemand wie mich, der mit Büchern zu tun hat, ist sein Hauptwerk
mindestens ebenso wichtig, die Kritik der politischen Ökonomie. Das ist ein Theoriewerk, das ist bis heute, hat keine Parallele, keine Herausforderung erfahren. Es gibt keine vergleichbare, die, wenn man so will, den genetischen Code dessen, was man Kapital nennt, herausarbeitet. Also was eigentlich Kapital tut, wenn es sich verwertet oder wenn es verwertet wird. Das ist sein Werk, das Kapital, aber dazu auch die Manuskripte. Jedenfalls ist es dieses ungeheure Werk. Das sind seine beiden Hauptwerke. Und er hat angefangen, nicht nur in Philosophie zu promovieren, übrigens mit 23, sondern er hat dann auch sehr schnell eine unglaubliche Karriere hingelegt. Er hat eben publiziert, zum Beispiel einen Aufsatz über Zensur. Und der hat ihn in Deutschland unter den Demokraten berühmt gemacht. In Deutschland gab es damals eigentlich nicht gerade. Das waren viele Kleinstaaten oder politische Einheiten. Und dort hat er dann in seinen berühmten Artikeln trat er auf als die Philosophie, als wäre er ihr Sprecher. Aber später hat er mit der Denkform Philosophie, so wie sie tradiert war, gebrochen. Sodass Engels dann in seinen Schriften, die wirklich einflussreich wurden, das Ende aller Philosophie erklärt hat. So im sogenannten Anti-Düring. Aber natürlich steckte in der Marxischen Arbeit, der Kritik der politischen Ökonomie, das ist nicht bloß Wirtschaft, das ist überhaupt nicht Wirtschaft. Das ist in Wirklichkeit gleichzeitig Geschichts- und Gesellschaftstheorie. Ja, gewissermaßen sogar eine Wissenschaft von uns Menschen. Da steckt sehr viel mehr drin. Also wenn irgendetwas Philosophie im inhaltlichen Sinn genannt zu werden verdient, wenn Philosophie heißt, dass man es gerne wissen möchte, dann steckt das da drin. Das wäre also die marxische Philosophie. Und gegen das Engelsche Diktum des Endes der Philosophie hat ein italienischer Philosophieprofessor, der nun wirklich der gebildetsten einer war und sehr gut Deutsch konnte, der auf Deutsch Kant und Herbart studiert hatte und vor allem auch Hegel natürlich. Also in Deutschland war damals das Spitzenland in Philosophie für einige Zeit. Das ist die Zeit des klassischen deutschen Idealismus. Und hat sich durchgearbeitet durch alle möglichen Richtungen und Aufgaben in dem jetzt erst zum Staat werdenden Italien. Das war wie Deutschland auch zerstückt. Und musste alles neu machen, das Erziehungswesen, alle möglichen Fronten durchgearbeitet. Und am Schluss kam er zu dem Ergebnis, dass es für ihn nur den Weg gibt der Arbeiterbewegung und dort den marxistischen Weg. Das ist Antonio Labriola. Ja, und jetzt kommt noch eine zweite kleine Geschichte hinzu, hoffentlich verbrauche ich da nicht meine ganze knappe Zeit damit. Er hat in den letzten Lebensjahren, war er der intensivste Korrespondent von Engels und wahrscheinlich der Einzige, der mit ihm ebenbürtig über die Theoriefragen sprechen konnte. Ja, ihm sogar überlegen war in Sachen Philosophie. Und er versuchte, den Engels abzubringen von diesem Abschneiden jeder Verbindung zur Philosophie. Mit genau dem Argument, was ich gerade reflektiert habe, das ist doch philosophisch. Und es ist aber eine andere Philosophie. Und nun ergab sich, dass sein Korrespondenzfreund Engels ihm seine Veröffentlichung schickte, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Und im Anhang dieses Werkes sind die Feuerbach-Thesen von Marx zum ersten Mal veröffentlicht. Und das ist ein ungeheures Dokument, weil es in 11 aufeinanderfolgenden Thesen praktisch eine neue Denkwelt herausarbeitet.
Und über die werde ich gleich noch mehr sagen. Diese Denkwelt nannte dieser Labriola, der verstand den Wert dieses Dokuments und gab dem Denken, was daraus folgt, den Namen Philosophie der Praxis. Das wurde sehr schnell ins Französische übersetzt. Ins Deutsche wurde von seinen Arbeiten aus dieser Zeit so gut wie gar nichts übersetzt. Da gab es Konkurrenzen unter den Sachwaltern und da Engels mitten in dieser Beziehung starb, 1895, war es aus damit. Und ein Monat später war der Name Labriola in der Neuen Zeit, das war das internationale Zentralorgan der Arbeiterbewegung, gestrichen als Mitarbeiter. Und jetzt herrschten die Intrigen in Berlin und die gaben einem anderen das Wort, einem 20 Jahre jüngeren Russen, der von Philosophie eigentlich nichts verstand, der auch von Marx nichts verstand. Denn bei der Gründung der Zweiten Internationale, 1889, hat er seine Rede gehalten als russischer Delegierter und Marx und Engels als die großen Ideologen der Arbeiterklasse gerühmt. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts. Aber Ideologie war für Marx und Engels ausschließlich ein kritischer Begriff. Und Labriola in seinen berühmten Versuchen über historischen Materialismus gibt aller Ideologie eine schneidende Absage. Unsere Lehre hat die Ideologie ein für alle Mal überwunden. Das ist ein Kernsatz von ihm. Der Kernsatz findet sich später bei einem, der Labriola nie gekannt hat, nämlich bei Bertolt Brecht, einem der bedeutendsten deutschen Köpfe des Marxismus. So, aber jetzt, hat es nun mit dieser Philosophie der Praxis auf sich? Genau das ist der Punkt. Sie ist in einem Punkt sehr nahe dem, was Erhard vorhin genannt hat, was Jason Moore in der Ökologie vertritt, nämlich sie trägt in die Geschichte der Philosophie eine radikale Umkehrung ein, so wie der Moore das in der Geschichte der Ökologie tut. Und weil der Moore das tut, war es für mich der Anlass, unsere Tagung "Gibt es Wege zur ökologischen Produktionsweise" für ein Studium von Moore zu nutzen für mich. Das ist der Grund, warum ich mich überhaupt in ihn reingekniet habe. So, jetzt kommt der Moore-Schock. Bei Moore springt Folgendes heraus. Das, was normalerweise auf den Schildern der tollen neuen Jugendbewegung steht, gegen Naturzerstörung, das wird, wenn man so will, zerstört. Es gibt keine Naturzerstörung. Wenn ihr glaubt, es gibt Naturzerstörung, wisst ihr gar nicht, was ihr sagt. Die Natur ist nicht zerstörbar. Zerstörbar ist unsere Lebenssphäre auf dieser Erde. Und die Zerstörung dieser Lebenssphäre geht ganz genau nach den Gesetzen der Natur. Das ist selber noch Natur. Deswegen müssen wir das Problem anders anordnen als ihr. Ihr ordnet die Frage traditionell so an, was tun wir der Natur an? Die Frage muss genau andersherum gestellt werden. Was tun wir eigentlich mit der Natur? Und zwar in dem Sinne, dass nichts, was je Menschen getan haben und in der Gegenwart das, was auf dem ganzen Globus herrscht, als die grundlegende Form, in der sie ihr Leben gewinnen, der Kapitalismus, irgendetwas macht, was er nicht mit Natur zusammen macht. Als eine Art Mitkraft, fast schon wie ein Kompagnon. So, das ist das heißt, er verrückt unsere Frage oder versetzt die aus diesem Gegenüber, wo hier Menschen sind, die tun der Natur was an und man muss die Natur vor ihnen schützen, rückt er die Frage in das, was er ein doppeltes Ineinander nennt.
Es ist eine komplexe Beziehung, nämlich, ihr müsst euch das nur mal vorstellen, wir alle, die wir hier sitzen, sind höhere Säugetiere. Wir sind aus der Naturgeschichte herausentwickelt. Wir kommen schreiend zur Welt, ohne Sprache, ohne Kultur. Alles Spätere bekommen wir vermittelt. Wir treten ein in eine vorhandene Kultur mit Sprache. Also wir sind zunächst mal Naturwesen. Aus der Natur, ja, in der Natur, sich von den anderen Naturwesen unterscheidend in unserer Entwicklung. Wir haben also, die Natur steckt also in uns. Sie ist das Treibende in uns auch. Und zugleich ist es so, dass was immer wir jetzt anfangen, um unser Leben zu gewinnen, und überhaupt Menschen zu werden, wir nur gewinnen können, indem wir uns in die Natur oder in die äußere Natur, muss man jetzt sagen, verändert einlassen. Also wir haben die Natur jetzt schon mal doppelt. Wir sind selber auch Naturwesen, überkultivierte. Und wir werden zu dem, was wir sein können, überhaupt nur durch verändernde Auseinandersetzung mit Welttatbeständen. Also wir haben die äußere Natur, wenn man so will, immer auch als Gegenstand mit dem Kernvorgang von produktiver Arbeit, von der wir alle leben, die letztendlich diesen Gegenstand hat. Und wenn man so will, um das Ganze herum ist schon wieder Natur. Dieses Wort Natur ist ein merkwürdiges Wort. Es ist eigentlich nur eine Intention für etwas, was immer schon da war, um uns herum, in uns und uns gegenüber. Das ist ein doppeltes Ineinander. Das ist der Grundgedanke von Jason Moore. Und der wirft uns also aus dem Gegenüber in dieses Ineinander, unsere Fragestellung. Ja? Wenn man jetzt, Fragestellungen sind oft wichtiger als Meinungen, die man hat. Der Marx hat mal den Satz gesagt, die Stellung einer Frage ist schon ihre Beantwortung. Die Frage macht nämlich setzt eine gewisse Ordnung voraus. Man kann das im Anschluss an Wittgenstein nennen, sie hat eine philosophische Grammatik. Also wie ordnet sie überhaupt die Dinge zurecht, dass man fragt? Wonach fragt man? Zum Beispiel frage ich jetzt als jemand, der außerhalb der Natur steht und sie gegenüber hat, nach meinem Verhältnis zu der, die da gegenüber ist? Oder frage ich jetzt nach diesem doppelten Ineinander, nach der Natur, wo sie in mir ist, ich in ihr und sie sowieso das Ganze, was das alles enthält? Also ist das Äußere, das Innere und das Umfassende. Das könnte man eine philosophische Grammatik nennen. Und es findet also hier ein radikaler Wandel der philosophischen Grammatik statt. So. Und man müsste eigentlich die Protestlosungen daraufhin nochmal durchsehen, ob die eigentlich dem gerecht werden. Also wer zum Beispiel dieses Schild trägt, wir haben nur eine Erde, schützt sie, richtig. Vollkommen richtig. Die Erde können wir zerstören. Und, im Moment wird schon Vorbereitungen gemacht, dass man sie irgendwann zerstört hinterlässt. Stichwort Elon Musk, dessen Traum ist, den Mars zu terrifizieren. Wird er aber nicht erleben. Jetzt, das war für mich schon erstaunlich, dass mich dem auszusetzen und an mein eigenes Denken noch einmal zu übersetzen in diese andere Grammatik. Und ein zweiter Auftrag, zufällig ein kleines Vorwörtchen schreiben zu einer Neuausgabe von Labriolas 5, 3 berühmten Versuchen über historischen Materialismus, zuerst erschienen auf Deutsch 80 Jahre nach seinem Tod,
Oder war, es kann auch sein, nur 70 Jahre. Ich glaube, 1984. Vielleicht irre ich mich jetzt, dass er ist nämlich 1904 gestorben. Und nie war, und das war nichts davon, war auf Deutsch da. Stimmt auch nicht ganz. Einer hat später einen Linksaußenmann aus der deutschen Sozialdemokratie übersetzt und in der Leipziger Volkszeitung veröffentlicht. Weg damit. Dieses Vorwort hinschreibend entdeckte ich zuerst, dass die Übersetzung zum Teil problematisch ist. Ich wurde überhaupt mit dem Auftrag vom Dietz Verlag betraut, weil ich eben Gramsci, die deutsche Gramsci-Ausgabe initiiert und auch wesentlich mit übersetzt habe. Ich konnte also Italienisch und habe dann angefangen, die Texte zu lesen, zu überarbeiten, die Übersetzung zu verändern und vor allem zu entdecken, was es mit diesem Labriola, das Buch hatte ich halt bei dem Ersterscheinen schon gekauft, aber ich habe nicht begriffen, was das ist. Nämlich den Grundgedanken habe ich nicht begriffen. Er führt eine, ähnlich wie der Moore, eine radikale andere Grammatik ein, als die Grammatik der Philosophie der Praxis, die sie unterscheidet von der bisherigen Philosophie. Die Frage wird jetzt anders gestellt. Und die gewinnt er eben aus den Marx'schen Feuerbach-Thesen. Die erste Feuerbach-These von Marx, jetzt gehen wir nochmal zurück. Das ist 1845, der Mann ist jetzt inzwischen 27 Jahre. Ja. Der erste wie ein Donnerschlag kommt die These, aller bisherige Materialismus, der Feuerbachsche inklusive, haben die Wirklichkeit nur als Objekt betrachtet. Nicht als Praxis, nicht subjektiv. Eine rätselhafte These, die ungeheuer viel Unbehagen gemacht hat, vor allem im sowjetischen Marxismus, denn dort braucht man einen Ersatz für eine Religion, die nie eine Reformation gehabt hatte und tief im Folge saß und setzte an die Stelle der Religion die Materie. Ja. Das ist aber jetzt eine andere Geschichte, das mache ich mal etwas kürzer oder breche es einfach hier ab. Jedenfalls, diese erste These, wenn man sie genau liest, versetzt uns mitten in das Feld, das vorher unser Objektfeld war. Wir sind also nicht mehr außerhalb des Objektfeldes. Wir sind selber in einer Wirkung mit dem, was wir gegenüber haben, dessen, von dem wir genauso affiziert sind, wie wir es affizieren. Das sind jetzt blöde Ausdrücke, die gehen über den gesunden Menschenverstand etwas hinaus. Sagen wir es nochmal so. Wir sind jetzt mitten ins Universum geworfen. Wir haben es nicht gegenüber. So wie vorhin bei dem Moore, mitten in das doppelte Ineinander mit der Natur. Ich hoffe, es ist irgendwie verstanden. Also erkennen ohne verändern gibt es nicht. Erkennen ist keine einseitige Aktion, na doch, das schon. Aber wenn wir etwas Wirkliches außer uns erkennen, müssen wir mit ihm in eine verändernde Beziehung getreten sein. Sonst erfahren wir nichts über das außer uns. Und es gibt keine solche Beziehung, in der dieses nicht auch mit uns in Beziehung ist. Das heißt, es ist nicht ein Monopol, auch wenn es asymmetrisch ist und andersartig. Wir sind mitten in der Welt. Wir sind Objekte für das, was wir als Objekt nehmen. Nicht bloß Subjekte. Und die Objekte sind auf ihre Weise nicht gerade Subjekte unter Umständen. Dazu würde gehören wahrscheinlich, dass man verantwortlich handeln kann, dass man denkt, Selbstbewusstsein hat. Aber etwas tun sie alles. Ein Objekt, irgendein Seiendes, welches nicht wirkt, ist nicht. Sein heißt wirken. Jedes Wirken wirkt auf mich. Also ich bin nicht bloß der Aktive.
bin genauso der Empfänger. Und das führt dann zu vielen weiteren Sätzen, die eine interessante philosophische Diskussion ergeben, die muss ich mir jetzt verkneifen. Aber jedenfalls, wir haben beides Mal, wird man aus dieser Hinterwelt, aus der man dann vorguckt, hinaus in die Welt, wie in eine Guckkastenbühne, werden wir rausgeschmissen mitten in die Handlung. Außerhalb der Handlung gibt es nichts. Oder nur Ideologie. Und man muss also dieses Ineinander denken. Dann kommt man zur Sache selbst. Das sind die beiden Umstürze, was zuerst mal der Labriola in der Marx-Nachfolge, marxianisch, das war ein richtig marxnaher, der letzte orthodoxe Marxist, sagt der Karl Korsch von ihm, orthodox jetzt nicht im Sinn, wie es später hieß, sondern der war eng an Marx. Der hat den Marx studiert, alle drei Bände Kapital gelesen, was man nur greifen konnte. Nur die Manuskripte konnte er nicht lesen. Die gibt es jetzt erst. Also diese beiden Theorien, Theoriekomplexe, die von den Marx'schen Feuerbach-Thesen ausgehenden Philosophie der Praxis und die von Moore betriebene Ökologie des doppelten Ineinander, die möchte ich vermitteln miteinander. Ich möchte eine strategische Zusammenfügung dieser beiden Theorien erreichen. Mit dem doppelten Zweck der Philosophie, der Praxis, ihre verschüttete Beziehung zur Natur wieder zu eröffnen und dem anderen in die Moore'sche Problematik die Nähe zu spiritualistischen Mythen der Gegenwart, die so was wie eine neue Religion, eine Naturreligion laufen, zu erschweren. Also den Realismus, den das Denken der Arbeiterbewegung und ihrer Intellektuellen erarbeitet hat, mit dem Grundbegriff von Kritik, auch der Sprache, übertragen in diese Moore'sche Ökologie. Aber das Ineinander zurückholen in die Philosophie der Praxis. Und dazu muss man zunächst mal sagen, das habe ich ja vorhin angedeutet, aber vielleicht ist es nicht stark genug herausgekommen, dass es für Labriola, den Gründer der marxistischen Philosophie der Praxis, überhaupt marxistische Philosophie, woher galt das als nicht legitim, das zu behaupten, dass bei ihm diese arbeitende oder die Arbeit an äußerer Natur und an innerer auch, die beiden Arbeiten sind verbunden miteinander, dass die absolute Grundlage war für sein Konzept Philosophie der Praxis. Nun ist später dann aber passiert, dass der Klotzmaterialismus, wie der Bloch das nennt, hat über Plechanow in der großen russischen Revolution einen ideologischen Bedarf gestillt, nämlich eine Art neuer Religion zu stiften. Und Autoren wurden sogar kritisiert oder verfolgt, wenn sie noch den Labriola zitierten. Zum Beispiel zu den Vorwürfen, die Lukács aushalten musste, war, dass er Labriola zu den großen Gründungsgestalten des Marxismus noch zählte. So wurde der Labriola praktisch verdrängt. Der westliche Marxismus reagierte auf den sowjetischen damit, dass es die Naturfrage insgesamt auch wesentlich verdrängte. Eigentlich war der westliche Marxismus wie extrem in Deutschland in Gestalt von Habermas mit Kommunikation beschäftigt. Es war ein Marxismus, man könnte so sagen, ohne Natur. Die Philosophie der Praxis, die war wesentlich, hatte die im Westen Freunde gefunden, während sie im Osten verfolgt wurde, die kommt völlig, so gut wie völlig ohne Natur aus.
Der bedeutendste lateinamerikanische Philosoph der Praxis, Adolfo Sanchez Vázquez, da ist das eine kleine Verlegenheitsecke, die er in der vierten Auflage eingebracht hat, seiner Philosophie der Praxis. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Bei den deutschen Vertretern, selbst bei einem Vertreter wie bei den deutschen Vertretern habe ich es auch nachgewiesen. Ich muss dazu sagen, ich habe die Arbeit, die ich für die Tagung gemacht habe, die kann ich jetzt hier nicht vorstellen, das ist viel zu komplex. Ich kann hier nur etwas versprechen, was man dort finden kann. Das muss man nachlesen, dort sind auch alle Nachweise. Es ist ein Schattendasein, wenn überhaupt. Aber Philosophie der Praxis, die nichts über Natur weiß, weiß in der Regel auch nichts über Arbeit. Und genau das ist passiert. Nämlich, man ließ sich verführen durch die antike Philosophie, die eine Philosophie der Sklaverei war oder der Sklavenhaltergesellschaft, Arbeit für was Schändliches zu halten und nur Praxis für würdig, für freie Menschen. Das andere war Sklaventätigkeit. Und in der Moderne, heutzutage noch in der Nachwirkung von Hannah Arendt, das ist genau ihre Herangehensweise, aber genauso bei unserem erwähnten Habermas. Arbeit ist instrumentell, das ist eine unwürdige Beziehung dazu. Kommunikation ist zweckorientiert. Also Arbeit und Interaktion, so hieß sein Aufsatz damals, glaube ich, Arbeit und Interaktion oder das Verhältnis und Interaktion, das war der amerikanische Term, Interaction für Kommunikation, das war eigentlich das Medium, in dem sich das nun entfaltete. Also ich möchte an der Stelle eine Art neuen Anstoß für Wiederentdeckung geben, die Philosophie der Praxis, die bisherige, wirklich auf ihre Anfänge besinnt und das bringt. So, und die Ökologie entsprechend das eintragen, was sie zu bieten hat, diese Philosophie der Praxis. Sie hat eine Riesenmenge zu bieten. Jetzt, was kann man hier noch tun? Ich kann eigentlich nur eine Art Einleitung geben und das leider nie richtig behandeln. Es müsste eine Serie von Veranstaltungen geben, wo man diese Dinge durchbuchstabiert. Der Moore nennt diese philosophische Grammatik, die er zerstören möchte, die kartesianische. Was hat es damit auf sich? Ganz kurz wenigstens, sonst kann man Moore nicht verstehen. Das ist der Philosoph Descartes, Frankreich, 17. Jahrhundert. Alle kennen ihn so mit irgendwelchen, jetzt habe ich vergessen, wie der Bloch das nennt. Also wenn man es so in einem, drei Wörter kann man es sagen, ich denke, also bin ich. Das ist, weiß jeder, dass der das gesagt hat. Und das ist also die billig sofort, ja, die, sozusagen das Junkfood-Philosophie. Das, was man sehr schnell hört. Der hat sich ungeheuer eingegraben. Der ist der Gründer genau dieser philosophischen Grammatik, die ich vorhin erwähnte, die uns in eine Art Außerwelt oder Hinterwelt stellt. Und da gucken wir raus ins Äußere, wir haben dann irgendwelche Eindrücke im Kopf und die Frage ist, ja, was ist an diesen Eindrücken wohl wirklich? Aber was ausdrücklich bei ihm ausgeschlossen wird aus dieser Beziehung, ist, dass man sich nach draußen begibt und sich einmischt. Ja? Natürlich ist dann die Frage, was ist da wirklich überhaupt nicht gestellt? Man wirkt ja dann gar nicht. Dies hat ungeheure Folgen gehabt. Dem verdanken wir in der deutschen Sprache den philosophischen Begriff Bewusstsein zum Beispiel. Dass dieses Bewusstsein als eine Art Seinsbegriff, wir sind die Wesen, die bewusst sind. Das heißt, wir sind das, was im Kopf ist. Der Descartes lädt uns jetzt ein, uns vorzustellen, es könnte ja sein, dass ein allmächtiger Gott uns alles gefälscht hat, was wir im Kopf haben. Der hat uns im Griff, das ist das Thema von Matrix. Ne?
Matrix, der Science-Fiction-Film. Ja? Dass wir haben nur eine kybernetisch generierte Weltillusion. In Wirklichkeit sind wir so etwas wie kleine Batterien für irgendein Kraftwerk des Systems. Und, also ein allmächtiger Gott setzt uns diese Gedanken in den Kopf und deswegen müssen wir an allem zweifeln. Das heißt, wir müssen jetzt zunächst einmal, wie später ein Phänomenologe sagt in seinen kartesischen Meditationen, wir müssen es mit dem Zeichen der Nullität versehen. Es ist möglich, dass es das nicht gibt. Und jetzt lädt er uns ein, stellt euch vor, wir hätten keine Hände, keine Beine, keinen Kopf, kein Leib, nichts. Und was bleibt dann übrig? Dann bleibt nur eines übrig. Offenbar stellen wir uns das ja gerade vor. Also bleibt diese Tätigkeit des Sich-Vorstellens bleibt übrig. Das ist das neue Fundament, auf dem gebaut wird. Dieses bloße, es passiert etwas. Wir sagen in meinem Kopf, aber wir haben den Kopf schon wegdenken müssen. Ja, es ist nur noch, später wird es dann Geist genannt, es ist also nur noch so. Und wieso macht er das plausibel? Wieso konnte er das plausibel machen? Er ist wirklich ein toller Dekorateur. Er dekoriert jetzt verschiedene Probleme zusammen, legt die übereinander. Zum Beispiel, er gehört zum Amtsadel. Er war als junger Mann im 30-jährigen Krieg in Deutschland, in Ulm, eingesetzt bei der Artillerie und hat Geschossbahnen berechnet. Deswegen hat er auch die analytische Geometrie gegründet. Falls dir das noch jemand was sagt. Und er hat dort erlebt, dass Leuten, denen das Geschoss das Bein weggerissen hat, es ihnen immer noch juckte im Bein. Also, das ist ein Beispiel. Dann kommen ganz andere Arten Beispiele. Er nimmt eine kleine Heiligenstatue aus Wachs und hält sie an die Heizung oder an das Feuer. Heizung hatten sie nicht in unserem Sinn, sondern es gab ein Kaminfeuer. Ne? Und das Ding schmilzt, die Farbe verändert sich. Ja, was bleibt da übrig? Nur etwas Flexibles, Veränderliches, Ausgedehntes. Das ja. Das ist das, was man sagen kann. Oder wir sollen ans Fenster gehen und runtergucken. Draußen regnet es, da gehen Leute im Schirm vorbei. Und wer sagt mir, dass das Menschen sind und nicht vielmehr einfach Automaten? Damals hatte man die ersten Automaten. Man hatte in der Weberei zum Beispiel, setzte man früh kybernetische Lochkartensysteme, Lochbandsysteme ein. Ja. Das könnte also so ein Automat sein. Das klingt für jedes für sich, ja, hat ein bisschen Evidenz, aber dadurch, dass er so vieles zusammenlegt, schuf er damit eine Evidenz. Aber ich glaube nicht, dass das überzeugt hätte. Ich nehme an, es gibt noch etwas Drittes und das habe ich erst dann schon als junger Assistent rausgefunden, da habe ich Seminare darüber gemacht und entdeckte eine Stelle in seinem Briefwechsel mit einem berühmten Wörterbuchmacher seiner Zeit in Frankreich, das war auch ein Adliger, der besaß ein Landgut und der lud ihn ein, zu ihm aufs Landgut zu kommen. Jetzt warum die Einladung? Muss man zuerst. Der erste ist also, Descartes ist kleiner Adel. Adel heißt, du hast kein Privatleben. Das heißt, deine Standesgenossen können dich zu jeder Zeit, in jeder Situation, in jedem Raum aufsuchen. Auch im Klo, wenn es sein muss, oder im Schlafzimmer, selbstverständlich. Das gibt es nicht. Die Privatheit. Aber natürlich nur für Standesgenossen. Aber dann existiert man für sie immer. Es ist eine Gesellschaft über in der Gesellschaft. Ja. Und er ist dann mehrfach, damit er studieren konnte, umgezogen, hat niemand die Adresse verraten, aber hatte einen Diener. Und der wurde eines Tages wiedererkannt von einem Kleinadligen anderer Art. Und die liefen ja alle immer mit der Waffe herum. Und er hat ihm den Degen an den Hals geboten und hat gesagt, ich durchstech dich, wenn du mir jetzt nicht sagst, wo dein Herr ist, dann wurde das wieder. So, in dieser Situation klagte er sein Leid diesem Freund, der sagte, komm auf mein Gut, das sind die Pappeln, da hörst du das Rauschen der Pappelblätter, das Bächlein plätschert und die Vögel singen,
Das ist das einzige Geräusch. Niemand stört dich da. Das ist wunderbar. Die reine Natur in meinem Landgut. Na klar, das sind auch keine Bauern dann. Das ist ein Landgut. Also heute wäre es ein Park. Und dem schreibt er zurück. Nee, nee, weißt du, ich bin jetzt in die Welthauptstadt des Kapitalismus gezogen, nach Amsterdam. Dort ist ein ungeheures Getöse und alles Weltmacht, aber keiner kümmert sich um den anderen. Du bist wirklich privat. So. Und diese Privatform, die war eigentlich die Grundform, in der dieser Descartes sein Denken, seine Denkgrammatik geprägt hat. Da gibt es auch keine anderen Menschen, da kommt bei ihm spielt das nicht eine Rolle, dass man, dass wir alleine ja gar nichts wären. Wir sind ja gesellschaftliche Wesen. Und, sondern es ist die Privatform grundsätzlich. Es ist das Denken des Privates auf der Basis von Privateigentum. Ja. Jetzt springe ich nochmal zu Moore zurück. Moore setzt einfach und sagt, der Kartesianismus, diese Grammatik ist die des Kapitalismus. Aber er hat, er kann das eigentlich nur behaupten. Ja. Man muss es sich aber klar machen. Es ist tatsächlich die auf Privateigentum basierende private Asozialität, ja, das Herausgelöstsein des Individuums aus den gesellschaftlichen Bindungen und der Gesamtverantwortung auch. So, das also zu dieser Grundgrammatik. Wenn man sich jetzt diese kartesische Konstruktion noch genauer ansieht, dann entdeckt man, man kann aus ihr einen Steckbrief machen, für etwas, was absolut ausgeschlossen gehört. Und das Ausgeschlossene, das mache ich in dem geschriebenen Text, da könnte man das nachlesen, sind die Thesen über Feuerbach von dem Marx. Es ist verblüffend, dass das genau drauf passt. Das ist das, was nicht in Frage kommt. Ja, also die Sachen passen aufeinander, wie die Verdrängung und das Verdrängte. Ja, also, ja, ich möchte jetzt darauf raus, was ich eigentlich einzubringen habe von Seiten der Labriolaschen Version, ursprünglich Marxischen Version der Philosophie der Praxis, in die Moore'sche Ökologie. Und wenigstens andeuten, vorhin habe ich schon gesagt, die hat eine offene Front zu neuen Ideologien und Mystizismen und Spiritualismen. Ich möchte es lieber innerweltlich haben und im Bunde mit der Wissenschaft. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt zurzeit eine, in Deutschland die Universität zum großen Teil, die kulturwissenschaftlichen Fächer, und das sind fast alle geisteswissenschaftlichen inzwischen, die nennen sich so, erobert hat. Eine neue Ideologie, die heißt die flache Ontologie. Das heißt, die eliminiert den Unterschied zwischen Mensch man könnte eigentlich grob sagen, allem, was in der Natur ist. Und der berühmteste Vertreter, der bekam 3 hochrangige Preise in Deutschland von der Bayerischen Akademie, weil ich lasse das jetzt mal weg, Bruno Latour, der macht da auch ordentliche Witze, aber im ernsten Ton und die Leute fliegen da ab, wie die fliegen auf, ihr wisst schon was. Du und deine Bakterien in deinem Darm, das ist eine Seinsebene. Das ist arrogant zu sagen, du bist was Besseres oder was anderes. Ne? Und dieser flachen Ontologie kommt der Moore in folgender Weise entgegen. Bei ihm arbeitet die Natur. Also überträgt den spezifisch menschlichen Begriff der Arbeit auf die Natur. Aber was ist Arbeit? Arbeit verfolgt ein Ziel, stützt sich auf Experimente, auf Erfahrungen, die ausprobiert werden, funktioniert das so, dann wird es gemacht. Und sie ist also, man nennt das teleologisch, das ist ein Zweckhandeln, was den Zweck und auch das Arrangement der Mittel, die Ordnung, das Nacheinander vorher schon im Kopf hat.
planmäßig ist. Und nach allem, was man sagen kann, und außerdem findet sie gesellschaftlich statt. Selbst wenn nicht direkt mit Leuten unmittelbar, so doch auf Leute hin. So wie wir, wie wir jetzt gerade Worte machen, im Blick auf Leute, die das irgendwann einmal vielleicht hören. jedenfalls, dagegen mache ich sehr scharf die Asymmetrie in diesen Verhältnissen. Also die nicht einfach klappsymmetrische Gleichartigkeit. Man muss also das Ineinander, das Doppelte von Moore, prüfen, ob er aus dem Ineinander ein Einheitsmenü macht. Und das untersuche ich jetzt. Ich habe untersucht, wie macht eigentlich der Labriola das? Hat er das etwa auch? Der geht einen Schritt weit in diese Richtung, das könnte man so verstehen. Er sagt nämlich, er liest noch einmal Marx aus dem Kapital. Dort heißt es, der Mensch, gleich am Anfang, ziemlich am Anfang, der Mensch kann in der Produktion nur verfahren wie die Natur selbst. Zitat Ende, wirklich. Dann kommt noch ein Satz dazu und mehr noch, er wird dabei beständig von Naturkräften unterstützt. Anders kann das gar nichts machen. Das liest er. Und macht das jetzt stark, simuliert also ein arbeitendes in Natura, außer Natur, also von der äußeren Natur vorhandenen Gegebenheiten eingreifend und zu probieren, was kann man damit eigentlich machen. Und lässt das Denken sich dabei entwickeln. Verdammt, jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren. Richtig, jetzt habe ich ihn wieder. Wie nennt er eigentlich? Er nennt uns dann, wir können also nur mit der Natur arbeiten. Wir sind ihre Mitarbeiter. Das ist sein Begriff. Wir sind also bestenfalls Mitarbeiter der Natur. Jetzt klingt das schon wie eine Einladung, die Natur arbeiten zu lassen. Ja, das ist, so weit geht er. Ne? Aber man muss das verstehen, das ist so was, gleichzeitig ein Erkenntnismoment. Bitte vergesst das nie, weiter bringt ihr es nie. Und gleichzeitig ein ethisches Moment oder ein Ethos, ja, auch. Also seid anständige Mitarbeiter. Das heißt, ruiniert das nicht, was euch die Möglichkeit gibt, mit dem zu arbeiten, woran ihr da gerade seid. Und mit Marx ist der allgemeine Arbeitsgegenstand die Erde. So nennt er die Erde. Das ist der allgemeinste Arbeitsgegenstand. Es ist zugleich der Sitz unseres Gemeinwesens. Und es ist eine der Urbildner allen Reichtums. Der zweite Urbildner allen Reichtums ist die Arbeit. Das sind die beiden Grundelemente. Das ist jetzt wieder Marx. Und so schreibt das dann der Labriola in die Philosophie der Praxis ein. Mitarbeit. Das ist das Maximum. Und wie lässt er jetzt eigentlich das, was der Moore Arbeit seitens der Natur nennt? Wie formuliert er das? Da nimmt er einen eigenen Begriff, Operosità. Das ist Opus, das kennt ihr, das Werk, operieren, Operation, ne, das Wort kennt ihr, Operosita. Da ist das Werk drin, wie im Deutschen wirken, da ist auch das Werk drin. Wirklichkeit ist eine, etwas Bewirkendheit, sonst ist es nicht wirklich. Was nichts bewirkt, ist nicht wirklich. Irgendetwas bewirkt alles, was wir überhaupt Sein nennen. Also er unterscheidet die Art der Wirksamkeit von Naturkraft von der Art der Wirksamkeit von Menschen. Das heißt, er ebnet diesen Unterschied nicht ein. Das ist die Basisasymmetrie, die bei Labriola eingetragen ist in die Philosophie der Praxis. Und die möchte ich gern mit hinübernehmen in das doppelte Ineinander von Moore.
Das heißt, jetzt muss ich in diesem doppelten Ineinander diese Asymmetrie sorgfältig herausarbeiten. Das ist also ein eigenes Kapitel. Der Moore hat den Vorzug, dass er ganz offen spricht, dass er eigentlich weniger eine Theorie hat, die geschlossen ist, als eine Perspektive, auf die er raus will. Und dass er dabei ringt mit der Sprache. Also er unterbricht immer wieder und formuliert die Sprachnot, in der er ist, um dieses doppelte Ineinander zu sagen. Man muss dazu sagen, dass er übrigens ein außerordentlich gründlicher Marx-Leser ist, der Moore. Hat also mir, der ich glaubte, ich hätte das Kapital wirklich gelesen, noch Augen geöffnet. Ich habe großen Respekt vor ihm in dieser Hinsicht. Er lädt also dazu ein und er will sogar, dass man sein Buch beurteilt nach der sprachschöpferischen Seite, dass man ihn dabei sieht, für eine neue Problematik, eine neue Sprache zu finden. Und danach möge man ihn beurteilen. Und da arbeite ich jetzt sozusagen, er ist abwesend und er weiß nichts von mir, mit, ja, an diesem Punkt. Da ich im deutschen Marxismus, im westdeutschen Marxismus, habe ich da einen wesentlichen Verbündeten, das ist zum Beispiel Holzkamp, Klaus Holzkamp, den Gründer der marxistischen kritischen Psychologie. Er unterscheidet ausdrücklich tierische Aktivität von menschlichem Handeln. Er verwendet also das Wort Tätigkeit und das anders als seine sowjetischen Vorbilder, kulturhistorische Schule, verwendet er nicht für tierisches Handeln, sondern Aktivität. Tätigkeit ist etwas anderes. Das hat die Handlungsform von Menschen. Also er hält diese Besonderheit aufrecht. Und ihr werdet schon noch sehen am Schluss, dass diese Asymmetrie nichts Unwichtiges ist. Aber damit gehe ich mal zu dem nächsten. Und da kann ich nur noch darauf hinweisen, weil die Zeit es mir nicht erlaubt. Erhard hat die billige Natur vorher erwähnt. Eine der Thesen, ganz wesentlich für Moore, ist, dass der kapitalistische Wert nicht funktioniert ohne etwas, was er ökologischen Surpluswert nennt. Ich habe es ja nur auf Englisch im Original. Surplus Value. Also eigentlich ist das wörtlich übersetzt Mehrwert. Ja? Mehrwert ist aber eine spezifische auf kapitalistische Arbeitsbeziehungen in der Lohnarbeitsform bezogene begriffliche Bezeichnung und könnte sich eigentlich so nicht übertragen lassen auf die Natur. Also diese Sprachkritik würde auch sich auf Moores ganz wichtiges Konzept, ich nenne das noch nicht einen Begriff, weil das noch nicht genug begriffen ist, das ist nur eine Bezeichnung vorläufig, wenn er vom ökologischen Mehrwert, Surplus Value, spricht. Auch da müsste man überlegen, was ist eigentlich damit gemeint. Was gemeint ist, lässt sich ohne diesen Begriff verwenden. Wann immer das Kapital neue Ressourcen erschließt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Die Entstehung des Internets in den 10 Jahren vor unserem jetzigen Jahrhundert. Das neue Geschäftsmodell des Netzbusiness. Und dieses ist mit einem Ruck, erschließt das eine ganz neue Betätigung, ist eine neue Ressource. Ja? Schafft also für eine ermüdete Wirtschaft, schafft es für eine gewisse Zeit eine neue Aufbruchmöglichkeit. Das Beispiel war vielleicht nicht sehr gut, weil man fragt sich, was ist am Internet Natur? Aber bei Moore ist der Grundgedanke eigentlich ein anderer. Und der Gedanke ist absolut Gold und ist auf jeden Fall richtig. Er ist der Schüler von Wallerstein, kommt aus der Weltsystemtheorie her. Deswegen nennt er seine Ökologie eine Weltökologie. Und da kann er Zusammenhänge sehen, die man bisher so nicht gesehen hat, klar. Dass nämlich die ganze Geschichte des Kapitalismus immer in Intervallen geht.
Es findet eine Expansion statt, eine Neulandgewinnung, eine Landnahme. Und dann gibt es eine neue Generation, auch verbunden mit einer neuen Generation von Wissen, Forschung, von womöglich Rechtssystemen bindet sich weiter. Qualifikationen bilden sich weiter und es gibt eine neue Phase von profitabler Kapitalakkumulation. Und dieses hat aber, wenn sich dieses nun erschöpft, und warum es das tun wird, möchte ich gleich noch sagen, hoffentlich vergesse ich es jetzt nicht, dann kommt dieser jetzige Zustand, fängt an zu stagnieren und kommt in ermattet. Ja? Die Profitrate sinkt. Und damit ermattet die Antriebskraft des Ganzen, denn sie arbeiten ja nicht, um die Bevölkerung zu versorgen, sondern um Profit zu machen. Deswegen kommt jetzt eine Phase, in der wie wild nach technischen Innovationen gesucht wird, wie wild die Wissenschaften, die da sind, eingespannt werden. Die Geologie kriegt eine neue Rolle, die Kartierung, also das kartografische Erfassen von Welt kriegt eine neue Rolle. Alle erdenklichen Fronten gibt es, die Pflanzenforschung, Tierforschung, die Mineralforschung, was es alles gibt und was man damit machen könnte, kriegt eine Rolle. Und dann gibt es einen Schub, wieder ist eine neue Phase eröffnet. Bis das dann ausgeplündert ist, soll man sagen. Und dass dieses Ausplündern sich regelmäßig wiederholt, das hängt damit zusammen, dass der Kapitalprozess einer anderen Zeit folgt als die Naturprozesse. Die Naturprozesse basieren zu einem großen Teil auf Reproduktion. Und das ist relativ langsam. Das Kapital in seiner Entwicklung, je mehr es akkumuliert, wird es immer schneller arbeiten im Stoffdurchsatz. Das kann ich nochmal klar machen. Wenn das Kapital die Produktionsweise entwickelt, entwickelt das die Produktivität der Arbeit. Eine produktivere Arbeit setzt im selben Zeitmoment mehr Stoff durch als eine unproduktivere. Der Wert allerdings bleibt gleich des Produkts. Das heißt, das Produkt wird billiger. Der Reichtum in Stoffen wächst. Diese zwei Zeiten, die Zeit der Verwertung und die Zeit der Reproduktion, klaffen auseinander. Und dieses Auseinanderklaffen ist eine Art Grundwiderspruch in diesem kapitalistischen Herangehen an das Arbeiten mit der Natur. Und das führt dazu, dass es immer in Schüben geht in der Geschichte. Eine Weile geht es wieder gut in Konjunktur und dann kommt wieder der Krisenmoment und dann kommt eine große Innovationsphase, wenn das denn klappt. Und dann kommt wieder eine nächste Konjunkturphase und so. Jetzt, das ist ganz bestimmt ein absolut wichtiges Grundelement für unser Verständnis, unserer Situation. Jetzt kommt dieser Satz, der vorher schon von Erhard erwähnt worden ist. Die Gegenwart sieht er die Welt verteilt. Bisher war das immer so, dass der Moment, wo der Schub kommen musste, war ein Moment des Imperialismus, Kolonialismus, der Eroberung, irgendeine Art. Da ist ein Moment nicht mehr Tausch dran, sondern dann ist Gewalt dran. Das nennt er das Moment der Aneignung. Also einfach rauben, was einem nicht gehört bisher. Oder durch irgendeine Weise rankommen. Zum Beispiel, dass man Ölscheichs einsetzt. In Ländern, die keine Königtümer hatten. Aber jetzt haben sie plötzlich einen König und der ist aber hörig vom Westen, weil er von dem an der Macht gehalten wird. Und dann kriegt man billiges Öl oder was immer es ist. Also das ist ganz wichtig, dass man das sieht und da kann man auch unsere Gegenwart verstehen. Wir sind doch gerade in einer fieberhaften Technologieschubentwicklung, neue Werkstoffe, neue Dimensionen von allem. Aber es geht jetzt schon gewissermaßen nach innen, nicht nur. Metalle, von deren Namen wir nie was gehört hatten bisher, werden plötzlich ganz wichtig für Batterien. Dadurch wird ein neuer Imperialismus fällig. Es müssen Systeme desorganisiert werden, wo das vorkommt, dieses Metall. Zum Beispiel Bolivien.
Sie sitzen auf einem dieser wesentlichen Rohstoffe und so, das auch, aber das reicht nicht. Deswegen spricht er von Kapitalismusdämmerung. Das ist die Gegenwart. Das heißt also, er ist skeptisch, aber er hält sich offen, er weiß nicht, er nimmt eher an, dass das diesmal nicht mehr gelingt. Mindestens nicht so wie im Laufe der letzten 500 Jahre von Kapitalismus. So lang ist diese Geschichte. Ja, das überblättern wir jetzt mal alles. Jetzt komme ich zum Schluss. Und damit komme ich. Die Überschrift dieses Kapitels ist: Zum Schluss komme ich an den Anfang. Denn damit kommen wir eigentlich wie gerufen zur möglichen Alternative. Gibt es Wege zur ökologischen Produktionsweise? Um unsere Lebenssphäre so gut als möglich zu erhalten, müssen wir in Wirklichkeit, wenn wir es recht bedenken, contra naturam handeln. Warum? Weil das, was wir, man kann eigentlich eher, was bisher passiert, mit Marx beschreiben als Vorgeschichte der Menschheit und nicht als ihre Geschichte, weil sie als Menschheit gar nicht konstituiert ist. Als Menschheit ist sie nichts wert. Oder Sonntagsreden und dann die nächsten Massenverelendungen, Verarmungen, Vergiftungen, was da hänge was. Aber die Menschheit gibt es nur schwach. Ne? Immerhin, es gibt etwas. Es gibt die UNO, es gibt die UNESCO, es gibt Institutionen. Aber ihr wisst sie alle, dass sie alle letztlich machtlos sind. Das heißt, wir leben eigentlich noch in einer Art Naturgeschichte. Das ist noch keine menschliche Geschichte. Das sind jetzt wieder marxische Kategorien. Und was wir eigentlich machen müssen, wäre, mit dieser Naturgeschichte zu brechen. Also, dass wir jetzt aussteigen aus der Natur. Und dafür haben wir abstrakt gesagt, konkret bringt uns das zunächst gar nichts in die Tasche oder auf die Hand. Wir sind die Wesen, die im Unterschied zu allen anderen Lebewesen, die wir kennen, kann das sein, dass weit im Weltall noch andere sind, das ist nicht unwahrscheinlich, aber sehr gering wahrscheinlich nur, vielleicht eins zu, und jetzt kommt eine Ziffer mit 50 Stellen. Wir sind das einzig uns bekannte Wesen, welches verantwortungsfähig ist für das, was es tut. Wir können erst einmal die Natur erkennen, wir können die Folgen vorabschätzen, die unser Handeln auf unsere in der Natur situierte Lebenssphäre hat. Das nennt der Moore den Okeios von Oikos, das Haus. Das ist das große Haus, in dem wir überhaupt leben können, wenn man so will. Um unsere Lebenssphäre so gut als möglich zu erhalten, müssen wir den Kopf sozusagen noch herausstecken aus dem Naturschoß vollends. Wir müssen vollends geboren werden als das, was eigentlich unser Denken möglich hätte. Wir müssen eigentlich wirklich jetzt, wir müssen diejenigen werden, die denkend, sich verständigend, handlungsfähig werden, in einer Weise, die die Lebenssphäre erhält. Oder wenn man es ganz kühn sogar sagen will, mit Marx aus dem dritten Band des Kapital, die Oberfläche der Erde gehört niemand. Auch keine Nation, nicht einmal alle Nationen zusammen, können beanspruchen, ihr Eigentümer zu sein. Sie sind nur zeitweilige Besitzer und verpflichtet, das verbessert den Nachkommenden zu hinterlassen. Das ist eine ganz kühne Utopie und wir wissen heute, dass das wahrscheinlich für alle mal verschissen ist. Aber die Richtung wäre es so. Also, das wär's. Mit unserem Kriegen, chemischen Vergiftungen, mit dem grenzenlosen Verwertungstrieb des Kapitals und dem Wachstumszwang des Kapitalismus stecken wir in der Naturgeschichte. Die tatsächliche menschliche Geschichte ist nur in immer wieder unterliegenden Teilsträngen der Weltgeschichte angefangen worden.
Um in sie einzutreten, müssten wir mit unserer einzigartigen Möglichkeit ernst machen und Verantwortung übernehmen. Wir müssten nach der Einsicht handeln, dass wir als Gattung nur überleben, wenn wir in unsere Lebenssphäre uns auf eine Weise einfügen, die ihre Reproduktionsbedingungen und Reproduktionszeiten respektiert. Tja, die Tragödie der Arbeit, wie Labriola es nennt, und die Tragödie des Ökotops, unserer Lebenssphäre, sind die beiden Gesichter ein und derselben Tragödie. Die mögliche geschichtliche Handlungsmacht ist nur im Rahmen einer politischen Strategie zu gewinnen, die beide Dimensionen verbindet. Aber ob sie dann möglich ist im Sinne von wirklich werdend oder wirklich gemacht werden kann, wissen wir nicht. Es sieht nicht gut aus. Aber mündend in die strategische Achse, die Marx in das Bild bringt von der Gesellschaft, die so lange keinen Frieden mit sich selber findet, indem sie nicht gelernt hat, um die Sonne der Arbeit zu kreisen. Das klingt für heutige Ohren ungeheuerlich. Ja, aber genau so ist es. Müssten wir ergänzen. Die Sonne, um die Sonne der Arbeit kreisen, müsste die Produktion um die Reproduktion kreisen lernen. Ich weiß nicht, ob der letzte Satz verstanden ist, aber man kann ja mal darüber nachdenken. Also damit bin ich, wie gesagt, das ist nur eine Einleitung. Und eigentlich müsste es jetzt losgehen